Feuerrate, ein brandneuer entwickelt in der Schnellschusstechnologie. Der Bogen kann blitzschnell sehr ordentlich schießen. Bonusschuss. Nach einem Schuss gibst du noch einen zweiten Schuss auf einen Gegner in der Nähe ab, der gering Schaden verursacht. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Alter, wir können Giftwolken machen. Das Geschoss wird im Flug größer. Das ist Trash. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden 5 Pfeile auf einen Schlag verschossen. Das ist pervers. Das ist pervers. Das Ding kann in den Müll. Das Ding. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden 5 Pfeile auf einem Schlag verschossen. Das hauen wir auf diese Prozentzahl. Und das hier ist Gift. Sicker Shit, Bruder. Passive sind Trash. I just kinda lost it, bitch. Diamonds are a girl's best friend. Des Nekromanten ist zerstört. Wieder konnten wir die Pläne des Erzillagers vereiteln. Fuck you, Erzillager. Bididin. Fuck you, Erzillager. Illy Machilly Machilly. Baby, gib mir das. Schockpulver ist ein zuverlässiges Mittel, um schnell aus brenzlichen Situationen zu entkommen. Wir gucken mal. Wo heute die Kiste steht mit den 50 Ocken. Leute, ich hab Hunger. Hier stand sie ja schon. Ich glaube, sie ist weiter unten dieses Mal. Ich weiß nicht, ob sie auch im Haus spawnen kann. Aha. Oh, mein Ohr. Kling, kling. Okay. Betäubt Gegner in der Nähe. 3,7 Sekunden Betäubungsdauer, 15 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, wir können Gegner in der Nähe stunnen oder CC'en. Das will ich immer noch behalten, bis wir einen besseren kriegen. Die Scheiße lasse ich mal. So. Wir haben ja hier vorne schon den Boy und den da.
Dann lass uns mal zur nächsten Mission. Insel Realms. Das Portal ist derzeit die Inselkarte und zwei brandneue Abenteuer können schon bald gekauft werden. Achso, das muss man kaufen. Ah. Wir müssen also das hier machen. 16 und Kraft ist 22, wenn wir das machen. Wir haben 16 Kraft und empfohlen wird 22. Wir gehen da rein und gucken, ob wir das auf höhere Stufe auch schaffen. Ist ja langweilig sonst. Mal gucken, was hier auf uns zukommt. Wir hatten schon coole Bosse bis jetzt. In der feurigen Schmiede lässt der Erzilliger grauenhafte Maschinen bauen, welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Schlage mit ganzer Stärke zu und mache diese Schmiede dem Erdboden gleich. Gelange in die Schmiede. Oh, hört mal. Das Schnee. Wenn du ins Schnee läufst. Oh, das ist praktisch. Oh, Alter, das Gift. Aber wir brauchen eine stärkere Waffe, Leute. Wir brauchen eine stärkere Waffe. Wir machen ja überhaupt keinen Damage, ey. Auf Range? Mit random Giftwolke? OP. Oh Gott, Elite. Oh mein Gott. Alter, ist das schnell. Aber warum droppen die denn gar nichts, die Elite? Das ist so frustrierend. Das finde ich irgendwie frustig. Warum droppen die nichts? Das war eine fucking Elite-Gruppe. Die könnten ruhig irgendwas Geiles droppen. Er hat einfach den Waller benutzt. Oh, danke, das war gut. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Arsch? Guten Morgen, alles klar, Stevie? Yes. It is. It's a great day. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und bei dir ist auch alles klar. Und der Stuhlgang läuft. Hier ist irgendwo eine Truhe versteckt. I can hear it, bitch. Don't try to hide me. Okay, das ist ein bisschen schwieriger jetzt hier. Wir brauchen echt eine Waffe mit mehr Damage. Das ist ein toter Golem. Der relaxt hier, der Boy. Oh oh, Elite.
Please drop was Gutes. Oh lol, fuck you. Was ist das für ein Game? Das ist Minecraft Dungeons. Das ist so ähnlich, wenn du das kennst, wie Diablo 3 oder aber wie Path of Exile. Items farmen, stärker werden, Damage machen und so weiter und so fort. Hui. Das sieht aber schick aus. Boah, das Level-Design ist aber Zucker. Das Level-Design ist ja mal schick. Ja, das ist so ähnlich, ne? Hier, ich zeig dir mal gleich mein Inventar. Hier zum Beispiel. Auch Bosskämpfe, ja. Und ich habe jetzt halt eine Rüstung gefunden. Und diese Rüstung hat halt Werte, ne? Und du kannst eine Passive, eine, hier zum Beispiel raufpacken. Zum Beispiel. Das ist, es gibt halt, ne? Das ist halt, es gibt halt, die Rüstung ist jetzt zum Beispiel, die kenne ich noch gar nicht. Ich sehe aber, dass die 100% Abklingzeit für weiteres Rollen hat. Die verstärkte Kettenrüstung trägt üblicherweise Gelegenheitsabenteurer und weil es davon so viele gibt, sieht man es auch sehr häufig. So, und dann gibt es hier Flammspur. Durch Rollen erzeugst du hinter dir eine Feuerspur. Ah ja, genau, das kennen wir ja. Aber, was meint ihr mit 100% Abklingzeit? Weil normalerweise ist es ja so, ich roll ja. Und dann dauert das ein bisschen, bis ich wieder rollen kann. Siehst du hier unten dieser blaue Pfeil da? Ne? Jetzt möchte ich aber mal wissen, wie das ist, wenn ich das anziehe. Warte mal. Da steht doch 100% Abklingzeit für weiteres Rollen. 100% Abklingzeit. Müsste ich dann nicht... Gott, das geht doch viel schneller. Hä? Wie ist das gemeint? Oh, Leute, wartet mal. You need to restart the game for voiceover language. Change the take effect. Yes. Das ist egal. Wir machen es einfach. Also so für die Voice. Okay, für die Voice ist egal. So. Ich will jetzt mal was gucken. Was steht hier? 100% longer roll cooldown. Okay. Du hast 100% längeren roll cooldown. Wenn du das hier benutzt, dauert der cooldown 100% länger. Chance to negate Hits. Also 30% Chance, Hits nicht zu kriegen. 35% Damage-Reduzierung und 78% Leben. So. Dann ist das mal vernünftig übersetzt, Alter. Ist ja zum Kotzen, Mann. Kannst du dir nicht ausmalen auf Deutsch? Junge, die können das Spiel nicht mal vernünftig auf Deutsch übersetzen. Eggbock. So, und was steht da auf Deutsch? Auf Deutsch steht hier 100% Abklingzeit für weiteres Rollen. Für, jetzt mal for real, ne? Für Leute, die Deutsch sprechen. Was bedeutet das für euch? 100% Abklingzeit für weiteres Rollen. Für mich hört sich das so an, als wenn die Abklingzeit minus ist. Aber nicht plus. Das kannst du nicht auf Deutsch spielen. Das geht nicht, ey.
Ja, normal, ne? Ja, aber guck mal, hier steht's. 100% longer roll cooldown. Das heißt, ich weiß, ich verstehe sofort, was die meinen. Ich habe 100% mehr auf den Cooldown, der läuft. Ist das schon ein älteres Spiel? Das ist gestern rausgekommen. Das ist neu. Nagelneu. Erbsensuppe. Das heißt, das Ding hier, die Rüstung, verschlechtert sogar alles noch. Mit dem Roll-Cooldown. Trash. Regeneration. Hier ist eine Truhe. Hä? Hört man sofort. Gib mir das Klimperzeug. You pick up reinforcements mail. Okay. Hey, du alleingelassener Zombie. Es geht. Ah, hier gibt's sogar ein Cave. Ich heile mich erstmal. Gucken wir erstmal hier unten rein. Und wie gesagt, das Spiel ist erst gestern rausgekommen. Deswegen spiele ich das jetzt auch so lange. Aber die englische Übersetzung, also die deutsche Übersetzung, ey. Zum Kotzen. Multishot. Ist tot. Na, ist aber ein cooles Spiel. Aber es gibt's halt leider nur im Xbox Store. Das ist ein bisschen nervig. So. Das ist das jetzt wieder, ne? Hat aber andere Passiven, die sind auch Trash. Da rollt man sich dann einfach rein und stunt die ganze Gruppe mit dem... Holy shit! Was war das für ein pornöser Hammer? Great Hammer, Great Splash. Blacksmiths and soldiers use the Great Hammer for its strength and forging and in battle. Ah, okay. Für alles also wurde er genutzt. Alter, das Teil sieht ja krank aus, Mann. Your attacks decrease the attack damage of all nearby enemies for 5 seconds. Or retake increased damage 10%. Mal gucken, wie das aussieht. Hat halt AOE-Schaden. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Glaube ich.
Nope, hier ist nichts mehr. Oh, den Hammer. Müssen wir halt mal gucken. Mit der Axt ist halt immer dieses schöne Giftzeug, ne? Aber das haben wir auch mit dem Bogen. Das Gift haben wir ja auch mit dem Bogen. Scheiß drauf, Leute. Wir machen ihn einfach kaputt. Fuck off. Wir könnten hier jetzt den Damage increasen. Wir increasen den Damage und dann gehen wir auf den Bogen und machen hier auch nochmal den Poison hoch. Na? Dann haben wir hier nochmal erhöhten Damage auf Poison. Aber das sind nur zwei Punkte. Wenn wir nochmal Level... Ah, das kann man nicht wieder zurückmachen. Das ist halt... Salvation können wir nur machen, also zerstören. Und die Dinger behalten wir erstmal unten im Inventar. Das ist doch mal was Gutes. Bum, bum. Ja, dann gucken wir mal, was der Hammer so drauf hat. Wird ja von Schmieden, also von Schmiedern benutzt. Viel Gewalt. Und der hat AOE-Schaden, das ist halt auch nicht schlecht. So, was haben wir hier schon durchsucht? Das alles. Also müssen wir nach da hinten. Okay. Let's go. Wir wollen mal gucken, wie das funktioniert, wa? Au, 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 bitte nicht hauen. Au, bitte nicht hauen. Okay, hier sind wir erstmal sicher vor dem Dicken. Ja, ist ja gut. War ja fein gemacht. Wow. Nichts. Außer das. Natürlich sehr belohnt. Oh oh, ich werde sterben. Der Hammer ist scheiße. Der Hammer ist richtig scheiße. Ich habe voll den Fehler gemacht. Ich denke mir, YOLO. Jetzt habe ich mich selbst gejolot. Ich mache zwar 77 Damage, aber ich brauche viel zu lange fürs Schlagen. Oh.
Ah, das war nicht so gut, Leute. Oh Gott, kann das die Rettung sein? Hör auf zu, Magiern, du Arsch! Oh. Leute, leck mich doch. Kleiner Penner. Leute, ist das die Rettung hier? Rail Able Combo. 26 Melee Damage. This Curved Blade. Wielded by the Warriors of the Squared Coast. Requires a steady hand in battle. Mm. Ich habe eine steady hand. Ich glaube, das ist 1, 2. Ach so, das ist die. Ja, aber auf jeden Fall besser als der andere Hammer, Alter. Bei dem Hammer kriege ich Kotzkrämpfe. Increase the chance to mobs drop consumables. Set mobs on fire and 3 seconds delay damage over time. Ja, wir nehmen Deal Damage mit, ne? Der Hammer ist ja der größte Wichser. Verpiss dich, Alter. Das ist ja ekelhaft. Und wir machen hier Fire Damage. Strong Charge Attacks. Strong Charge Attacks. Brauchen wir nicht. Wir haben ja erstmal unseren. Wir können mit dem übelst schnell schießen. Holy shit. Viel besser, seht ihr? Und die brennen, die Gegner. Die haben Multishot Dead by Daylight, Diablo. Jetzt sind wir unsichtbar, Leute. Oh, oh, geh hoch. Erstmal heilen. Schon echt schwierig jetzt. Der Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt haben, der hat schon, der hat's in sich. Jetzt echt in sich, Mann. Der hat's echt in sich, der Schwierigkeitsgrad. Zum Glück habe ich diesen legendären Bogen, Mann. Der hilft halt ultra krank. Weil wir einfach keine guten Waffen bis jetzt finden, muss ich mal ehrlich gestehen. Hör auf!
Keine Magie. Ist hier verboten, du Arsch. Gib mir das saftige Steak. Digga, die haben so Feuerscheiße um sich rum. Heals Allies, lol. Da kannst du dich ausmalen. Die healen sich gegenseitig. Ja, moin. Hier ist irgendwo eine Truhe versteckt. Missionary Ammo.